Also ich bin Modedesigner und Design ist in erster Linie das, wofür ich jeden Tag aufstehe. Das ist mein Job, meine Arbeit. Ich mag klare Formen, ich mag geometrische Formen, ich mag dezente Farbspiele. Alles, was ich tue, ist, ich tue es einfach schnell. Ich rede schnell, ich esse schnell, ich denke schnell, ich arbeite schnell. Alles entsteht bei mir immer über Emotionen und von innen. Das Badezimmer ist für mich auf jeden Fall absolut ein Rückzugsort. Ich kann die Tür zuschließen, es kommt keiner rein. Ich bin für mich alleine, da kann man einfach komplett so sein, wie man ist. Man kann sich im Badezimmer, finde ich, auch ein wenig mehr Selbstbewusstsein anlegen, indem man sich die Haare schön macht oder ob das Outfit gut sitzt. Design im Bad ist für mich auf jeden Fall sehr wichtig, weil wenn ich an Villeroy & Boch denke, dann ist es immer erstmal so ein Wow. Was ich am meisten bewundere bei Villeroy & Boch ist, dass trotz dieser Tradition der Mut besteht, das aufzubrechen und sich zu entfernen von Tradition und zu sagen, wir sind aber modern. Und das ist etwas, was ich sehr schätze und auch versuche, mit meiner Arbeit darzustellen.